Christoph Murnau ist der Windenhubschrauber Nummer 1 in ganz Deutschland. Und deshalb schauen wir uns das heute mal genauer an. Ja, die Rettungswinde kommt immer dann zum Einsatz, wenn wir nicht unmittelbar am Einsatzort landen können und unsere Mediziner aber schnell zum Einsatz müssen. Das passiert ganz häufig in den Bergen, kann aber auch mal im Flachland, in einem Waldgebiet oder auch an einem See passieren, wo man sonst keinen schnellen Zugriff zum Patienten hat. Die Winde kommt bei uns circa 180 bis 200 Mal zum Einsatz im Jahr. Hat 90 Meter Seil drauf und diese Seillänge können wir im Einsatz variieren und so den Schrauber idealerweise über der Einsatzstelle positionieren und unsere Mediziner schnellstmöglich zum Patienten bringen. Und wenn wir uns vorbereiten auf das Umsteigeverfahren, kann ich mich bei geschlossener Tür, wenn wir uns vorstellen, die Tür wäre geschlossen, darf ich mich abschnallen, räume die Gurte weg und nehme meine Sicherung von hier oben und hänge mich dann einmal ein. Das wird gegengecheckt, kontrolliert ein zweiter, in der Regel der Pilot rechts, ob ich auch wirklich eingehängt bin. Und für das Umsteigemanöver können wir nach Abarbeiten einer Checkliste und Öffnen der Türen, meiner Tür und der Schiebetür hinten, was der Klaus jetzt macht, bin ich jetzt schon bereit zum Umsteigen. Der Klaus macht mir hinten die Schiebetür auf. So, dann ist die Tür. Und die Schiebetür ist gesichert. Jetzt. Ich habe meine Sicherung hier rüber und bin schon in meiner Arbeitsposition für die Winde. Der Klaus kommt zu mir, ich hänge ihm den Haken auf Brusthöhe, er hängt sich ein. Jetzt ist er doppelt gesichert, einmal im Windenhaken und einmal in der Kabinensicherung. Und jetzt kann er schon aussteigen. Genau, wir machen noch ein paar interne Checks. Dann kann er seine Sicherung raus. Dann sitzen wir wieder beisammen. Und das wäre dann die Ablassposition. Dann lasse ich ihn ab, weil ich am weiteren Verlauf, wenn er unter den Hubschrauber kommt, muss ich ja von oben am Windenseil sehen, wo es hingeht. Das war die Theorie. Und dann gab es doch noch einen Einsatz, bei dem wir nämlich nicht direkt am Einsatzort landen konnten. Peter ist schon von vorne nach hinten umgestiegen und steht gesichert in der offenen Tür. Benjamin, unser Notfallsanitäter, macht sich bereit. Er hängt sich in die Winde ein und ist parallel noch im Heli gesichert. Sobald Benjamin draußen ist, rückt Raphael, unser Notarzt, nach. Nach einem doppelten Check hängen beide ihre Sicherung im Heli aus und hängen nur noch an der Winde. Und dann geht's 35 Meter weiter nach unten zum Einsatzort. Nachdem beide sicher unten beim Patienten angekommen sind, steigt Thomas mit dem Heli nach oben und Peter holt die Rettungswinde wieder ein. Wir suchen einen geeigneten Landeplatz in der Nähe des Einsatzortes auf einer Wiese. Die Rettungswinde muss nach jedem Einsatz gecheckt werden und wird einmal komplett ausgefahren, auch wenn es draußen mal wieder regnet.